Ein Bias ist eine kognitive Verzerrung. Das bedeutet, das ist eine unbewusste, eine fehlerhafte und eine systematische Neigung, wie Menschen Informationen wahrnehmen, wie sie sie einordnen und auch wie sie sich daran zum Beispiel erinnern. Und wenn ich mich mit dem Themenfeld Fake News bzw. gefälschte und manipulierte Nachrichten beschäftige, dann macht es Sinn, dass ich zumindest drei Arten von Bias kenne. Es gibt aber eine lange Liste davon. Also das ist nur eine kleine Auswahl. Der erste Bias ist der Confirmation Bias. Confirmation bedeutet in diesem Sinn Bestätigung, und zwar Bestätigung meiner persönlichen, bereits existierenden Meinung. Das bedeutet, wenn ich eine Meinung höre, dann kann ich die, wenn sie meine bereits existierende Meinung bestätigt, viel eher annehmen. Ich erinnere mich vielleicht an diese Meinung, ich bin ihr vielleicht auch viel unkritischer gegenüber eingestellt, als eine Meinung, die meine persönliche Position widerlegt. Also der Confirmation Bias. Eine zweite Form von kognitiver Verzerrung ist der sogenannte Bandwagon-Effekt. Der Bandwagon-Effekt bedeutet, dass wenn ich in einer Gruppe eingebettet bin, wie zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe, dann nehme ich eine Meinung viel eher an, die der Meinung dieser Gruppe entspricht. Also wenn viele Menschen in dieser Gruppe eine ähnliche Meinung haben, dann tendiere ich dazu, dass ich diese Meinung sozusagen annehme und ihr eher zustimme. Wäre ich nicht in diese Gruppe eingebettet, könnte es sein, dass ich das eigentlich gar nicht so gut finden würde, was diese anderen Leute sagen. Der Bandwagon-Effekt. Und dann gibt es noch eine dritte kognitive Verzerrung, die ich vorstellen möchte. Und das ist der sogenannte Blindspot-Bias. Das bedeutet der blinde Fleck-Bias. Und das ist eine Neigung, die verursacht, dass ich meine persönlichen blinden Flecken viel weniger wahrnehmen kann als blinde Flecken von anderen Personen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel finde, dass ich persönlich viel objektiver bin als mein Gegenüber. Das ist sozusagen der Blindspot-Bias. Und diese drei Formen von einer sogenannten kognitiven Verzerrung, also der Confirmation Bias, der Bandwagon Effekt und der Blindspot Bias, führen eben dazu, dass Menschen viel leichter auf gefälschte und manipulierte Nachrichten hineinfallen können und die halt nicht so objektiv wahrnehmen können.